Hello, welcome to my show. Hi. Es haben manche Sachen. Ich habe irgendwie ein Problem mit meinem BH-Träger. Merkt ihr das schon in jedem Video? Naja, auf jeden Fall. Ach so, ich habe heute übrigens dieses Öl benutzt, was in dieser Glossybox drin war. Dieses Mandago Marokkanöl oder was weiß ich. Und habe ich, achso, und ich habe die nicht geglättet, ne? Die sind einfach nur so, zeig nicht so viel Dekolleté. Die sind einfach nur geföhnt, nicht geglättet. Gut, aber ich weiß jetzt nicht, ob das an diesem komischen Öl liegt. Auf jeden Fall, worauf wollte ich jetzt hinaus? Achso, das Öl, das ist voll gut. Also, ich konnte noch nie so ohne Probleme durch meine Haare fahren. Nein, es ist echt cool. Das ist so gelblich und ja, Nathalie, welche Farbe soll denn sonst Öl haben? Aber egal, auf jeden Fall, ich finde das richtig gut. Sehr geschmeidig. Die Spitzen sind jetzt nicht gesund, aber meine Haare sind kaputt. Das ist ein toter Fall. Also, aber richtig gut. Aber 45 Euro? Oh, ich gucke die ganze Zeit im Display, aber ich bin so toll. Nein, Spaß. Wie beschreibt man dieses Öl? Wie Engelspisse. Ja, so. Es kamen so viele Fragen, woher ich komme, was ich so arbeite, was ich eigentlich bei YouTube will, ob ich bescheuert bin. Und dann dachte ich mir, mache ich ein Video, wo man mir einfach alle Fragen stellen kann, unten aufschreiben kann, die man so auf dem kleinen, klitzekleinen süßen Herzchen hat. Und ich schreibe mir das dann halt auf, welche ich beantworten möchte, weil nicht alle werden beantwortet. Und ja, dass ich dann halt so gesehen die Fragen halt sammle, die ihr dann habt. Keine Ahnung, was für Fragen man so an mich haben wird, kann, hätte. Und ja, dass ich dann halt so eine Zeit lang, ich weiß nicht wie lange, bis dann so mehr als 10 Fragen jedenfalls. Oh, was ist denn los mit meinem Handy, ey? Uno momento. Ich nehme ein Video auf. Ja, dass ich dann halt so eine Zeit lang ein paar Fragen sammle, weil wenn es jetzt nur so 10 Fragen sind und nur 3 wirkliche Fragen, weil der Rest sich die ganze Zeit wiederholt, bringt das ja nicht wirklich was. Auf jeden Fall dachte ich mir so, ja, dann schreibt mir mal einfach alles. Oder was ihr so schon immer, seit Jahren über mich wissen wolltet. Und ja, ich gucke dann, dass ich das dann so eine Zeit lang sammle, wie gesagt. Und dass ich dann irgendwann mal nochmal dann, das ist jetzt das Fragevideo oder so. Ich weiß nicht, wie ich das nennen werde. Und dann kommt das Antwortvideo und ja, ich bin schon gespannt auf eure Fragen. Keine frechen Fragen hier, ne? Oder so. Einen Moment. Hallo? Hallo? Ja. Test, Test. Warum? 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 Bringst du mir was mit? Ja, gerade live. Hallo! So, das schneide ich jetzt entweder raus oder auch nicht. Dass ihr mir dann einfach ein paar Fragen stellt, weil es kam dann per Privatnachricht und unter den Kommentaren. Und ja, da dachte ich, komm, anstatt ich mir hier dann die Finger blutig tippe, mache ich dann ein Video, wo ihr mir dann halt jetzt hier unter dieses Video alle Fragen stellen könnt. Und ich gucke, dass ich sie dann beantwortet bekomme, dann im nächsten Video. Und yes, that's it, glaube ich. Das war's. Habe ich noch irgendwas zu sagen? Ich glaube nicht. ja, auf jeden Fall, ich bin schon gespannt, was da für Fragen kommen. Auf jeden Fall, yes. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss.